Es müsst ihr euch jetzt vorstellen, gell? Ein riesiges Hochhaus. Und mitten in dem Hochhaus hat ein kinderloses Ehepaar drin gewohnt. Und unter ihr hat ein Stotterer gewohnt mit seiner Frau, da hat die auch gerade wieder entbunden. Die haben mittlerweile das 10. Kind gekriegt. Jetzt hat die Oma gesagt, geh einmal an, frag mich mal, wo wir da müssen, dann wir auch Kinder kriegen. Jetzt ist er an, hat er gesagt, du musst mir heute sagen, was ich mit meiner Frau anstellen muss, dann wir auch Kinder kriegen. Jetzt hat der Stotterer gesagt, du musst deine Frau in Popo Badwanne einlegen und ein gutes Schaumbad dazu. Und da tust du es sauber waschen. Und nachher gut antrinken. Und dann muss das mit so gut schmecken, die Öle und die Düfte einschmieren. Und dann legst du ins Bett, rollst das Samttier gleich. Und da legst deine Frau dann ein. Und wenn deine Frau drin liegt, dann haust du viermal mit dem Fuß am Boden hin und dann können wir machen den Rest.